Ein Tag Dubrovnik reicht dann auch. Montenegro! Kaum bist du aus Dubrovnik raus, wird's spannend. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Single Trail ist. Ich dachte, wir radeln gemütlich auf der Straße nach Montenegro rein. War wohl nix. Hier ist viel schöner. Filipi, Diklici, Mitrei, Cilipi. Wo wollen wir hin? Wo ist jetzt Montenegro? Ich glaube, Montenegro ist da lang. Auf, runter. Aber schön. Montenegro ist nicht mehr weit. Claudia, hast du Angst? Ja, vor den Bären und den Wölfen und den montenegrinischen Luchsen und den Hunden. Schlangen und den Bergen habe ich nicht so Angst. Jedenfalls. Berge kann ich. Das erste montenegrinische Bier. Yes. Thank you. Ich habe das Gefühl, wir zelten heute mal wieder nicht. Oh. 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 Oh ja, für 30 Euro. Kann man lassen. Willkommen in Montenegro. Mir gefällt's hier. Guten Morgen, Claudia. Guten Morgen. Einmal heiße Schokolade, bitte. Dankeschön. Freust du dich? Ja, sehr. Kriegt man echt Lust auf Bootfahren? Das ist Fjordradeln. Nehmen wir uns so eine Yacht? Ja. Na, ich bleib lieber bei dem hier. So, ein paar Ausnahmen abgesehen, ist eine richtig schöne Strandpromenade hier. Ganz zum Montenegro-Fan. Ja. Ich glaube, wir fahren schon wieder Schifffahrt. Ich würde fast sagen, es ist die 27. Schifffahrtfahrt auf dieser Tour. Kann nicht viel genug Schiff geben. Kaum ist man auf dem Schifffall, lacht die Claudia. Aber da drüben warten 700 Höhenmeter. Sie lacht immer noch. U-Booten bin ich auch noch nicht rumgeradelt. Montenegro ist ziemlich cool. Ich glaube, wir fahren hier in einem Museum spazieren. So viele Schifferl in Montenegro. Und wir müssen radeln. Ich will die Endurance. Nein, ich will die Ariadna. Gemischte Grillplatte zum Mittagessen reinhauen, das ist gut für den Uphill hinterher. Ja. Das wird man besonders schnell dann. Okay, du isst den Salat und ich esse die 1,5 Kilo Fleisch. Es ist in der zweiten Woche der erste Berg der Tour. 800 Höhenmeter von Tivat auf den Sveti Ilija über Kotor. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ui. Wir haben ein bisschen Kondition liegen lassen im September. Ja, der erste Berg der Tour. Ich glaube, die Claudia weiß nicht mehr, wie das geht mit so auf hier auf den Berg radeln und so. Ordan. In Tivat treffen sich die Reichen und Schönen, die 10 Minuten in die Berge rein, spazieren die Ziegenhirten über die Straße. Sehr lustig. Sind wir bald da. Aber die Aussicht ist schon, wie soll ich sagen, exorbitant schön. Der erste montenegrinische Berg hat es ganz schön in sich. Ich glaube, wir sind oben.
Jemand ist noch nicht ausgelastet. Das war der Schotter darauf, war echt anstrengend zu fahren. Ja, mei. 800 Höhenmeter. Ja, das war jetzt nicht so schlimm, aber... Ja, aber steil. Steil. Steil und schottrig. Die Aussicht ist genial. Willkommen am besten Picknickplatz vom Golf von Kotor. Kannst du damit leben? Ja. Jetzt fehlt nur ein kaltes Spezi. Links rein zum Trail nach Kotor. Viel Vergnügen. Das ist ein lustiger Zickzack-Trail. Ist halt einfach, aber irgendwie Spaß. Trail kaputt. Granatapfel gestrüppt. Ja, reif leider. Kann man die schon essen? Ich glaube, die müssen rot werden. Haben die Dornen. Wir haben den Weg in die Altstadt gefunden. Grüß Gott in Kotor. So muss ein Trail aufhören. Like. Thank you. Tschüss. Prost, Montenegro. Raus aus Kotor, rein in die Berge. Ich glaube, wir müssen flüchten. TUI, mein Schiff Nummer 1 und TUI, mein Schiff Nummer 2. Oh Mann, der Ort ist gesteckt voll. So, auf hier auf den Berg von Kotor zum Lovcin. Verkehr hält sich in Grenzen. Es ist auch gut so, weil die Montenegriner sind keine tollen Autofahrer. Claudia! Die Reiseradler kommen von hinten. Ja. Ja. Muss mal zwei Gänge hochschalten. Frauenpower. Das war mal ein gescheiter Berg. Ja. Hier bis zu oben nicht mehr weiterfahren. Ich sag's dir, es waren 1700. Ging ja ein bisschen runter zwischendurch. Ja, geht doch nichts über Spezi am Gipfel. Oh, genau richtig. Ja, Prost, Lovcin. Immer noch mehr Höhenmeter. Claudia, die paar Meter gehen jetzt auch noch. Schleppst dich ganz schön mühsam hier rauf, Claudia. Ja, ich bin ein bisschen abgeschlafen. Ich möchte jetzt einen gescheiten Endspurt sehen. Auf die Plätze, fertig, Action. Ja. Mann, wie lange ist denn diese bescheuerte Treppe noch? Für 5 Euro Eintritt hätten sie auch mal einen Lift einbauen können in ihren Gipfel. Da hinten ist Albanien, hinterm Skutari-See.
Nee, Montenegro ist klein hier an der Küste. Da hätte ich auch Angst an deiner Stelle. So. Zweiter Tag in Montenegro, zweiter Single Track. Bist du bereit? Klar. Vom Lovćen nach Njeguši. Viel Vergnügen. Die Sprache ist nicht meins. Die Sprache ist super. Ja, die ist super, aber... Jiha! Jetzt nach 6 und stockfinster. Ich weiß nicht, ob wir in Njeguši noch was zum Essen kriegen. Kleines Mini-Bergdorf. Angekommen. Und zwar direkt am Friedhof. Ich will die Njeguši-Faust. Das ist ein Zeichen sein. Das ist ein Zeichen. Es ist auch ziemlich einsam hier. Ja. Falls wir noch einen Markt oder irgendeine Bar finden, sollten wir direkt reinfallen. Genau. Ja. Only keine Kelle. Voilà, thank you. Prost, Njeguši. Da schaut die Claudia fasziniert, was jetzt hier wohl passiert. Hi. Yes, what do you have? This is not restaurant. No, it's not open because okay. It's a private house. Ah, and, I see. But this man... This man, want... hello, Stefan, nice to meet you. I'm Claudia. Claudia! Nein! Hier kann man nicht wählerisch sein. Natürlich, sie sagt Miet und Oliven und Brot und Käse und Schinken, das ist reich. Montenegro Spezialität. Reicht auch als Abendessen. Kann man essen, oder? Reicht eigentlich. Wow. So gut! Wow, thank you very much. The best restaurant in Njeguši. And thanks for feeding us, even though it's closed. I mean, yeah. Woohoo! As well, ever you want, malo. Thank you, thank you. Priyatno. Thank you. Meinst du, du wirst damit satt? Mm-hmm. Ich weiß nicht, ob Montenegro der Platz ist, um seine Ernährung auf vegetarisch umzustellen. Wahrscheinlich nicht. Das war aber nett jetzt in Njeguši. Bauch voll gefressen, nichts bezahlt. Ja. Eingeladen bei der Familienfeier. Die Leute sind so nett am Balkan. Müssen wir nur noch unser Platz zum Schlafen finden, bevor es unter 0 Grad hat hier. Es ist frisch. Oh, da oben scheint der Mond. So, wir suchen ein kleines weißes Haus. Und eine Tür, wo im Erdgeschoss irgendwie ein Schlüssel steckt und da wohnen wir dann. Ich höre einen Proximity Alert. Vielleicht sind wir da. Hier sind mir zu viele Hunde. Ich glaube, es ist doch eins von den unteren. Der untere könnte sein, ja. Willst du hier runterfahren? Okay. Wie Night Ride Single Track. Ja. Der begrüßt dich. Ja. Könnt ihr uns auch sagen, wo wir wohnen? Ja, was machst du denn hier? Ich glaube, der Hund weiß, wo unser Apartment ist. Er hat gesagt, der führt uns dahin. Dieses Häuschen muss es sein. Gruselige Schatten überall. Ja, genau. Okay, er hat das Apartment markiert. So, Claudia, dann schau doch mal da rein. Du kommst hier nicht rein. Aber wir dürfen hier rein. Oh. Hat es auch ein Licht? Oh. 24 Euro. Okay. Nehmen wir. Gehen wir jetzt ins Bett.
Ah, du weißt, was du tust. Oh. Wenn keine Katze in der Nähe ist, muss ein Hund tun, oder? Das war unser Wachhund heute Nacht. Mhm. Die Fahrräder bewacht. Der mag dich auch. Können wir jetzt mal los von und aufhören, mit den Haustieren zu spielen? Mann. Endlich Frühstück. Was kriegst du denn da Leckeres? Irgendwie ein Crepe mit Gemüse. Schaut eher aus wie eine Lasagne. Ja. Mahlzeit. Fahren wir mal zum Skadarsko Jezero runter. Skutari-See heißt der, glaube ich, auch. Heute erstmal kein Singletrack. Der Radlweg ist ganz schön holprig. Aber die Aussicht taugt. Du hast gar nicht aus, als ob du einen Singletrail vermisst. Das ist gerade ganz hübsch, kann man ein bisschen gucken. Ich finde es auch ziemlich hübsch. Ja. Also rollen wir weiter zum See. Ja. Also schau mal da, das ist doch toll, oder? Schön ist es schon in Montenegro. Und es ist jetzt gerade so schön warm. Ich glaube, die Claudia überlegt gerade, ob wir ein Stück mit dem Schiff statt mit dem Radl fahren. Gib's doch zu. Ich geb's auch zu, es wäre vielleicht lustig. Mhm. Ich glaube, wir gehen ins Schifferl fahren. Mhm. Der wäre ja nicht drüber am Tisch. Now we go jump. No driving. No driving, Kettle, warum nicht? First the backside. Yeah, I carry this all the time, you know? Ah, how nice. Thank you. Ein bisschen Abwechslung. Jiha! Da schwitzt man ja gar nicht so. Und Höhenmeter sind es auch keine. Juhu! Doch, wir da durchkommen. Jetzt mal wieder Rad fahren, Claudia. Nein. Ich würde auch den ganzen Tag noch so weiterfahren. Man fährt ja nicht bis nach Albanien. Voilà, Kapitän. Thank you very much. Thank you very much. Für den Landungssteg hat es nicht mehr gereicht. Trotzdem geil. Können wir jetzt mal wieder Rad fahren? Ganz schön einsam hier. Mhm. Alle ausgeflogen. Durchs wilde montenegrinische Hinterland. Eieieiei. Die alte Bahnlinie wird immer besser hier. Langsam möchte ich aber mal oben sein. 200? Na gut. Jetzt wird es ein bisschen gruselig, Claudia. Ja. Wo ist der Lichtschalter? Ja, wo ist der Lichtschalter? Ich glaube, die alten Tunnels von Montenegro sind noch nicht so ausgebaut. Der wird ganz schön lang. Erstmal eine kleine Explorer-Tour hier. Nicht, dass irgendwelche Löcher sich auftun. Mei. Schaut ganz gemütlich aus. Ich lass mal die Claudia vorfahren und die Lage checken. Uhuhu. Auf Wiedersehen! Es ist mir zu dunkel. Licht! Ich sehe Licht!
gerettet, genau. Die Temperatur steigt auch gleich wieder um 15 Grad. Habt ihr ein bisschen Hunger? Heißt es ja? Ich glaube, es heißt ja. Mal schauen, ob noch was im Rucksack ist. Hm, riecht das gut? Ich glaube, das würde ich lieber selber essen, aber eigentlich, wir haben ja nur noch bergab. Das ist ein Putin-Tisch. Du sitzt da drüben und ich sitze hier. Ach so, genau. Ich komme ein bisschen näher. Hallo? Seid ihr ein bisschen gierig? Die sind aber lieb. Das schickt mich schon weg, oder was? Ja, Moment. Schinken links, Schinken rechts. Ja. Kann man nicht ein bisschen kauen, ha? Downhill Enduro Monastery Ribnak. Machen wir das jetzt? Okay, schauen wir mal, wie es ausschaut. Wir nehmen den mit der kaputten Couch. Downhill Enduro Depot. Okay, die meinen es ernst in Montenegro. Juhu. Selbst die Bäume sind gepolstert hier. Das ist für so Deppen wie für mich. Ach so, wer ab und zu gegen den Baum fährt, der hat hier bessere Karten wegen Schaumstoffpolster. Sehr gut, da musst du aber auch den richtigen aussuchen. Ja. Geil. Hä? Hä? Ich glaube, es ist eine 360-Grad-Kurve. Das war wirklich eine 360-Grad-Kurve. Wir sind ja schon wieder am Meer, Claudia. Ich glaube, es wird doch eine Küstentour. Claudia, Prost, geiler Tag. Das ist super eingerichtet. Sogar ein Spiegel. Und kann ich so fahren. Na gut, weiter. Du denkst in der Früh, hast deine Ruhe und Dubrovnik. Ah, hier geht ja gar nichts. LKW-Stau. Die Hose oder der See? Was ist blauer? Was? Meine Hose vielleicht ist immer blauer. Der schönste Platz von Montenegro. Und was macht Goldkettle? Homeoffice. Nein, vielleicht sind es auch römische Könige.